Solch ein neugieriger Mensch war auch der Schweizer Erfinder Georges de Mestral. Er suchte 1948 eine Alternative zu den ewig klemmenden Reißverschlüssen und fand sie bei einem Spaziergang, von dem er ein paar Kletten mit nach Hause brachte. Unter dem Mikroskop sah er, warum die Kletten so fest an seinem Mantel hafteten. Die Ursache für ihre Anhänglichkeit waren winzige Häkchen. Bei der Berührung mit Stoffen hakten sich diese Häkchen sofort fest in Textilschlingen ein. Dieses Prinzip guckte Mestral beim größten Erfinder aller Zeiten der Natur einfach ab. Er versah ein Band mit Häkchen, ein zweites mit Schlaufen und hatte einen Verschluss entworfen, der nie mehr klemmen würde. Den Klettverschluss. Bis die Industrie ihn massenhaft herstellen konnte, musste allerdings noch 6 Jahre lang getüftelt werden.